Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo mit HelloFresh. Heute gibt es mediterranen Nudelsalat mit Halloumi, Ofenzucchini, Spinat und Basilikumdressing. So soll das Ganze nachher aussehen. Und dazu brauchen wir natürlich den Halloumi, eine Knoblauchzehe. Man kann eigentlich fast nie genug Knoblauch überall reinpacken. Eine Zucchini, die Nudeln. Eine Tomate, Petersilie, die hier mit drin ist, dann eine rote Zwiebel, Basilikumpaste, Mayonnaise, eine Zitrone, wo ist die Zitrone? Hier, eine Zitrone, Joghurt und Babyspinat. Außerdem brauchen wir halt noch hier Salz und Pfeffer und Öl. Das sind Sachen, die da nicht mit drin sind, aber die man immer im Haus haben sollte. Und wir müssen zuerst das Gemüse backen, Schritt 1. Und dazu den Ofen vorheizen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze. Na, nehmen wir am besten den Spargel dabei einmal raus. Und dann müssen wir die Zucchini und die Zwiebel präparieren und schneiden und sowas. Dann schneiden wir erstmal die Zucchini hier. Ich habe die vorher gewaschen, keine Sorge. Jetzt mal die Enden abschnibbeln. Ich habe das Gefühl, wir machen sehr häufig irgendwie was mit Zucchini. Das muss jetzt noch aufs Backpapier, was ich natürlich noch nicht vorbereitet habe. Das mache ich jetzt eben. So, packen wir die Zucchini aufs Backblech. Und da kommt dann gleich noch die Zwiebel auf jeden Fall dazu, die wir jetzt noch schnibbeln müssen. So, wie groß sollen die Stückchen sein? Zwiebeln abziehen und dünne Streifen schneiden. Okay. Okay, wie schneide ich diesen Spitzel jetzt noch, ohne meine Hand zu zerstören? Okay, hat funktioniert. So, dann kommt die Zwiebel noch da drauf. Alles hier irgendwie, ich muss sie noch auseinander machen, weil ich hasse es, wenn das so quasi, wenn man irgendwas isst und dann so gefühlt ganze Zwiebel im Mund hat. Deswegen muss das alles schön verteilt sein auf jeden Fall. Ich muss sagen, die geht eigentlich ganz gut auseinander. Es sind schöne Ringe geworden. So, als nächstes, was steht an? Wir müssen da jetzt auch Öl, Salz und Pfeffer drauf packen und dann 15 bis 20 Minuten backen. Dazu kommt jetzt noch das Olivenöl, packe ich da einfach mal ein bisschen drauf. Aber das wird nicht zu viel oder so. Maybe like this. Theoretisch sollten das 1,5 Esslöffel sein. Ich würde sagen, passt. Grob geschätzt. Jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Und Salz.
Oder eigentlich muss ich ja diesen hier machen oder so, ne? Wie geht das denn, bitte? So. Ich glaube, es ist jetzt nicht versalzen oder so. Aber passt, das kommt jetzt in den Ofen für 15 bis 20 Minuten. Als nächstes müssen wir die Blätter vom Oregano abzupfen und grob hacken und den Halloumi in 3 cm große Würfel schneiden und das wird dann zusammen mit ein bisschen Öl vermischt. Deswegen zupfe ich das hier jetzt mal ab. Kann man das hier oben auch essen, diese Mini-Blättchen? Ich zupfe das jetzt einfach alles ab. Wird schon nicht giftig sein oder so. So, und jetzt das ganze Zeug grob hacken. Oh Gott. Ich kann das ja gar nicht hacken. Ich glaube, ich muss das. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gemacht. Ne? Mit dem anderen Zeug. Aber das funktioniert nicht so gut. Ich werde das einfach mal ein bisschen zerschnibbeln hier erstmal. Dann müssen wir das jetzt schon mal in eine kleine Schüssel packen. Dann kommt das hier schon mal da rein. Und dann müssen wir das hier erstmal aufbekommen. Und die Schere ist schon wieder nicht da. Jedes Mal, wenn ich hier koche fürs Video, ist irgendwie die Schere gefühlt nicht da. Ich liebe es, das heißt, ich werde das jetzt hier aufstellen, wenn das so funktioniert. Okay. Looks good. Aha. Easy, ja, kein Problem. Das müssen wir jetzt noch in 3 cm große Würfel. Dann schneide ich das einmal hier durch. Und dann kann man das ja so würfeln. Es war so klar, dass wieder irgendwas runterfällt. Aber nur 2 Stückchen. So. Da muss jetzt auch noch ein bisschen Öl rein. Auch da werde ich immer wieder dieses Olivenöl nehmen. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Okay, ich messe das ab. Nicht, dass ich zu viel oder zu wenig nehme. Wir nehmen 1,5 Esslöffel. Ist da noch Pfeffer und Salz dran? Nö. Und dann nicht. Okay, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich hoffe, man sieht das gut. Und das kommt jetzt zu den anderen Sachen in den Ofen. Packen wir das Ganze mal hier dazu. Aua, ne, heiß. Ne. Mach ich am besten. So. Und das muss jetzt noch die Restzeit damit einfach und braun werden. Als nächstes müssen wir die Nudeln einfach kochen. Und danach geht es an die Zubereitung der Tomate mit der Zitrone.
Aber ich packe erstmal die Nudeln ins Wasser. Jetzt kommt es hier zur Tomaten, Zitronen, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe die jetzt schon heiß abgewaschen. Und jetzt muss ich die abreiben. Und ihr kennt ja die wunderschöne Reibe, ich habe immer noch keine andere. Wenn ich sie finde. Imagine, die Reibe ist nicht da. Ja, okay. Dann wasche ich die nochmal eben ab. Warum benutzt jemand anders die Reibe? Niemand benutzt diese Reibe. Oh Mann. Strong. Ja, jetzt mal Hand abreiben. So, okay. Reibe ist jetzt am Start, ist sauber. Jetzt müssen wir die Zitrone abreiben und halbieren und in 6 Spalten schneiden. Ich denke, da wird eher wichtig sein, dass man diesen Abrieb dann da hat. Ich würde tatsächlich sagen, es reicht so, weil ich bin gar nicht so ein großer Fan von Zitronengeschmack irgendwie in irgendwas. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Abrieb und für eine Tomate reicht das für mich. Ich werde trotzdem das Ding jetzt nochmal eben in die Scheiben da schneiden, wie das da sein soll. Ist jetzt halt nicht abgerieben, ne? Ach egal, brauchen wir nicht. Weg damit. Benutze ich für irgendwas anderes noch. Und jetzt ist die Tomate dran, die wir halbieren müssen und den Strunk entfernen. So und in dünne Spalten schneiden. Okay. Und jetzt müssen wir, was damit machen, eine kleine Schüssel mit 0,5 Esslöffel Öl, 1 Teelöffel Zitronenabrieb und Pfeffer und Salz. Ja, guck mal, man braucht gar nicht so viel. Dann ist das voll die perfekte Menge, die ich hier abgegeben habe. Ich packe das jetzt doch hier dazu direkt. Also. So. Das riecht so krass nach Zitrone jetzt hier in der Küche. Obwohl die anderen Sachen halt noch im Backofen vor sich hin backen, riecht man nur noch Zitrone. So, dazu kommt jetzt wieder ein bisschen Öl. Und zwar, was hatte ich gesagt? Hm, 0,75 Esslöffel, ja okay. Das sind bestimmt genau 0,75. Ich schwöre. Den Pfeffer. Und Salz. Sieht jetzt so aus. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. So. Am besten gucken wir jetzt einmal, was das Zeug im Ofen macht. Und ja, danach geht's ans Dressing.
So sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht voll gut aus. Also ich würde behaupten, Alter, das kann doch nicht sein, dass jedes Mal irgendwie sowas anfängt, da irgendwie zu spritzen. Ich würde sagen, es ist fertig. Auf jeden Fall. Machen den Ofen mal aus. Und können das auch gleich direkt mal rausholen. Aber ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll. Wir machen uns jetzt ans Dressing. Dafür müssen wir erstmal diese eine Knoblauchzehe hier abziehen. So, Petersilie fein hacken. Die habe ich hier schon vorher gewaschen gehabt und so. Das heißt, wir müssen jetzt Joghurt in eine kleine Schüssel geben, Knoblauch dazu pressen, Basilikumpaste, Mayonnaise, Hälfte der Petersilie und Saft von 3 Zitronenspalten hinzugeben. Perfekt, gut, dass wir die nicht geschnitten haben. Aber da ist schon so viel Zitrone drin. Ich glaube, ich lasse das wirklich weg. Weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von extremem Zitronengeschmack. Aber wir packen erstmal den Joghurt da rein. Upsi, ich habe wieder keine Schere. Das ist schlecht. Also falls das hier gleich explodiert, ich habe noch Joghurt im Kühlschrank. Ich habe eigentlich fast immer Joghurt da. Aber ich kriege das nicht auf. Schusseskappe. Ich suche doch eine Schere. Ich habe die Schere gefunden. Die war mal wieder in der Spülmaschine. Wie gefühlt immer, wenn ich sie brauche. Das heißt, jetzt kommt der Joghurt da rein. Oh Gott. Hilfe. Ist aber ganz schön flüssig. So Trinkjoghurt. Ew. Okay. Passt so. Ich schmier damit nur weiter rum. Dann der Knoblauch, der dazu gepresst wird. Und die Basilikumpaste. Guck mal, das kriege ich jetzt aber so ab, oder? Nein? Ich schneide es ab. So, die Mayonnaise, die kriege ich so aufgerissen hier. Was ist noch eine Mayonnaise? Ich hoffe, dass die Anzahl passt, aber ich nehme die jetzt einfach auch dazu. Jetzt steht da nicht nur eine Packung oder so. Also wird das schon irgendwie richtig sein. Dann die Hälfte der Petersilie. Okay. Ja, und theoretisch halt Zitronen, aber das, wie gesagt, das lassen wir raus. Wir packen hier noch ein bisschen Salz und Pfeffer hinzu. Wir haben ja bei den Tomaten schon Zitrone mit dran. Okay, das sieht durch diese Basilikumpaste voll nice aus. Sieht man das so? So, perfekt. Das sieht gut aus. Oh nein, jetzt habe ich es gejinxed. Aber es sieht wirklich gut aus. Jetzt können wir eigentlich alles zusammenpacken tatsächlich. Ja, der nächste Schritt heißt anrichten. So, wir kommen jetzt zum letzten Schritt und zwar müssen wir das jetzt alles hier zusammenpacken und zwar erstmal die Nudeln. Das ist schlecht. ja, passt schon.
dann die Hälfte des Dressings dazu. Das ist ungefähr die Hälfte. Der Babyspinat, das ist voll viel dann, oder? Egal. Rein da. Und das muss jetzt erstmal umgerührt werden. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Das umzurühren. Und mein Spinat halt so. Also da steht nicht, dass man den Spinat irgendwie schneiden soll oder so. Das habe ich hier die ganzen Spinatblätter halt. Wahrscheinlich sieht das einfach optisch auch viel nicer aus, wenn das nicht geschnitten ist. Aber das macht es irgendwie nicht einfach, das hier umzurühren. Ich brauche noch eine Gabel dazu. So, mit Gabel wird es jetzt etwas einfacher werden. Hoffe ich. Oder ich schmeiß gleich den ganzen Topf runter. Das ist natürlich auch eine Lösung. Ja doch, guck mal. Das riecht auf jeden Fall voll lecker mit dem Basilikum. Ich habe voll Hunger. Ich habe heute kaum was gegessen. Mal wieder. Aber passt dann, ja. Und ich probiere einmal eine Nudel bezüglich des Abschmeckens. Mhm. Ein bisschen Pfeffer und Salz kann da noch dran. Aber eigentlich schmeckt das doch schon ganz gut. Noch ein bisschen Salz. Dann dürfte das eigentlich schon so ganz gut sein. Und falls ihr euch jetzt fragt, was mit dem Ofengemüse ist, das kommt später so dazu tatsächlich. Also wir packen das Ofengemüse gleich auf den Teller und das dann dazu und die Tomaten, die daneben stehen, gehören auch noch so quasi dazu. Das werden wir jetzt mal anrichten. Es ist angerichtet, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich hoffe, man sieht das ganz gut. Wir haben hier den Nudelsalat mit dem Babyspinat, Entschuldigung. Und hier die Tomaten und darüber ist halt das Ofengemüse. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe noch nicht probiert, ich werde das jetzt mal probieren. Ich habe vorhin einmal schon ein bisschen Nudelsalat-Ding getastet, der war ganz geil. Ich nehme jetzt hier mal so eine Nudel mit so einem Halloumi. Mhm. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Aber jetzt hier noch ein bisschen Ofengemüse. Ich muss sagen, wir haben es schon wieder geschafft, ein leckeres Rezept zu kochen, tatsächlich. Ich habe jedes Mal irgendwie gedacht, so, okay, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber bis jetzt war wirklich alles super lecker. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da und checkt auf jeden Fall auch mal HelloFresh aus, weil bis jetzt war alles super lecker und auch easy zu kochen. Link ist in der Videobeschreibung und mit dem Code HFLENA bekommt ihr bis zu 90 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Also lohnt sich das auf jeden Fall mal auszutesten und ja, Dankeschön fürs Zusehen und ciao!